Herzlich willkommen bei Gios Randori, dem Judo-Podcast von und mit Giovanna Scocimaro. Mein Name ist Luigi Scocimaro, ich bin der Bruder von Giovanna und Co-Host dieses einzigartigen Judo-Podcasts. Und wir haben heute wieder einen wunderbaren Gast oder eine wunderbare Gästin, heißt es ja, zu Besuch, und zwar die Katharina Hecker. Hi Kathi. Hey. Und Giovanna darf natürlich auch nicht fehlen. Hi Kathi, hi Luigi. Und ja, wir haben auf jeden Fall Katharina Hecker heute am Start. Glaube ich, sehr, sehr interessante Persönlichkeit, kämpft aktuell für Australien. Und ich fühle mich da natürlich auch gut, wenn jemand hier im Podcast dabei ist, der mehr Olympiateilnahmen hat als Giovanna. Ja, dann kann sie nicht sagen, ich habe eine Olympiateilnahme und ich bin über dir. Nee, aber Katharina Hecker, super erfolgreiche Athletin, kämpft aktuell für Australien. Und ja, kommt ursprünglich aus Deutschland und deswegen ist dieses Interview auch auf Deutsch. Wir haben uns zwar ein bisschen darüber unterhalten, lieber Deutsch, lieber Englisch, aber wir machen es heute mal auf Deutsch. Und ja, Katharina, du kannst dich gerne mal in ein paar Sätzen vorstellen, wer du bist, was du machst und wie du vielleicht auch Giovanna kennengelernt hast. Ja, ich glaube, du hast schon fast alles erwähnt. Mein Name ist Katharina Hecker. Ich wurde in Hamburg, Deutschland geboren. Im Moment wohne ich in Melbourne, Australien. Kämpfe in der Gewichtsklasse unter 63 Kilo. Und ja, Giovanna kenne ich schon einige Jahre, würde ich sagen, ja. Von den IGF World Tour. Und ja, das ist so das Grobe von mir. Sehr gut. Wir werden dich ja jetzt eh noch weiter kennenlernen, deswegen starten wir einfach mit unserer Basic-Frage. Warum hast du mit Judo angefangen? Ganz einfach eigentlich. Meine Mutti wollte einfach, dass ich irgendeinen Sport mache und ich durfte alles ausprobieren und mit Judo war ich eigentlich sofort super glücklich und dabei ist es dann einfach geblieben. Das ist echt simpel. Ja. Ja. Ich habe auch vorab gesehen gehabt, so Bilder von dir, du schienst ja auch wirklich sehr Energiebündel gewesen zu sein. Ja, also von daher bist du, glaube ich, genau in der richtigen Sportart gelandet. Von daher echt cool. Genau, vielleicht gehen wir gleich direkt ins Thema rein. Ich hatte es ja schon so ein bisschen angeteasert gehabt. Und zwar, dass du ja aktuell für Australien kämpfst, aber in Hamburg geboren bist und zwar nicht nur in Hamburg einfach nur geboren bist, sondern da auch ja sehr lange auch gewohnt hast, Judo dort auch gemacht hast und auch ja in Deutschland, sag ich mal, recht erfolgreich auch gekämpft hast, auf nationaler Ebene, auch auf internationaler Ebene. Und dann irgendwann später quasi dieser Wechsel stattgefunden hat nach Australien. Erklär uns vielleicht mal ein bisschen, wie dieser Prozess stattgefunden hat, warum du dann ja dich entschieden hast, für Australien zu starten, und wie da so ein bisschen der Hintergrund ist. Also dein Vater ist ja Australier quasi, aber vielleicht, dass du so ein bisschen diesen Prozess einfach uns nochmal erklärst, wie das zustande gekommen ist. Ja, genau. Mein Papa ist Australier. Also ich hatte schon immer zwei Pässe. Das ist jetzt nichts Neues gewesen. Als Kind in U15 war ich eigentlich relativ erfolgreich, ja. Und dann hat das so ein bisschen abgenommen in den Kadettenalter und Juniorenalter. Deswegen habe ich es auch nie ganz in die Nationalmannschaft geschafft. Ich wurde mal eingeladen, aber ich habe es nie richtig in den Kader geschafft. Und für mich war das so ein bisschen klar, nach dem letzten Jahr, nachdem ich meine Schule beendet habe, und das war mein letztes Juniorenjahr, das war für mich so ein bisschen klar, wenn ich es bis jetzt nicht schaffe, dann werde ich es wahrscheinlich auch nicht schaffen in die deutsche Nationalmannschaft. Und deswegen habe ich zu dem Zeitpunkt eigentlich schon so ein bisschen aufgehört, so den Traum vom professionellen Judoka so zu verfolgen, habe damit abgeschlossen. War ein Jahr in Australien nach der Schule, bisschen gereist, bisschen gearbeitet, viel Spaß gehabt, bin wiedergekommen. Und eigentlich das Erste, was ich trotzdem gemacht habe, war zum Training zu gehen, weil Judo war einfach immer noch ein großer Teil meines Lebens. Hat super viel Spaß gehabt. Das war eigentlich das Erste, was ich gemacht habe, nachdem ich wieder da war. Und zu dem Zeitpunkt habe ich dann angefangen, mit Alex zusammenzuarbeiten. Und wir haben ein bisschen mein Judo umgestellt und hatten einfach nur kleine Ziele, kleine Europacups gemacht. Und dann von Zeit zu Zeit hat das immer besser geklappt. Ich habe meine ersten Medaillen gemacht. Und dann war aber so ein bisschen für uns so, ja, was ist das Nächste? Weil zu dem Zeitpunkt war ich nicht in der Nationalmannschaft, also konnte ich keine World Cups machen oder die European Opens jetzt. Mhm. Und
aus Spaß habe ich dann gesagt, ja, ich könnte ja auch einfach für Australien starten. Und dann kam das so ein bisschen wie für Australien starten. Ja, ich habe 2 Pässe. Und dann hatten wir angefangen, uns mal ein bisschen umzuhören, haben Kontakt gesucht und die haben mich quasi eingeladen, einfach mal rüberzukommen, um ein paar nationale Turniere zu kämpfen, um dann quasi einen Platz in der Nationalmannschaft bekommen zu können. Und so ist das so ein bisschen passiert. Also es war eigentlich so nur so ein Scherz am Anfang, um mal ein anderes Turnier zu kämpfen, ein bisschen höheres Turnier, was zu dem Zeitpunkt halt einfach nicht möglich war. Und vom Timing her war das einfach ein Zufall, dass wir in dem Jahr den Commonwealth Games in Glasgow hatten und die gerade dabei waren, das Team zusammenzustellen und dass man sich dafür qualifizieren konnte. Und zu dem Zeitpunkt waren auch gerade Oceanian Championships, also die kontinentalen Meisterschaften. Und die habe ich dann auch in dem Jahr gewonnen. Und so kam das so ein bisschen zustande. Wurdest du dann von Deutschland gesperrt? Weil du hast ja gesagt, du hast noch ein paar Erfolge, also du warst noch nicht im Nationalteam, aber für Deutschland gesammelt. Und wurdest du dann gesperrt, als du gesagt hast, also du musstest ja, glaube ich, ankündigen, dass du dann für Australien kämpfst, oder? Ja, ja, genau. Nee, die konnten mich nicht sperren, weil ich nie Deutschland repräsentiert habe. Ich habe immer nur meinen Judo-Club in Hamburg, TH Eilbeck, repräsentiert, weil das alles nur diese ganzen kleinen European Cups waren, wo du ja dein Land quasi repräsentierst, aber über deinen Landesverband oder über deinen Verein gemeldet wirst. Und weil ich nie bei irgendwelchen internationalen Sachen war, einen richtig großen, sondern einfach nur im Juniorenbereich, wo das ja auch alles über den Verein gelaufen ist, ja, war das gar kein Problem. Ah, okay. Und wie lange hat dann der Prozess in Australien gedauert? Also ja, okay, du hattest ja den Pass, also ging das ja vermutlich echt super schnell, oder? Ja, das ging alles mir fast schon viel zu schnell. Also ich hatte gar nicht so viel Zeit nachzudenken, ob ich das wirklich will oder nicht. Die haben mich da so ein bisschen reingeworfen, weil zu dem Zeitpunkt hatten die auch niemanden in der 63. Also es war so ein bisschen so ein offener Platz. Ja. Und ja, ich habe da 2 Turniere gekämpft, bin wieder nach Hause gekommen, bin wieder rübergeflogen, um in Neuseeland war das damals, die Oceania Championships zu kämpfen. Und ja, die habe ich gewonnen und dann sind wir von da aus nach Korea zu einer Vorbereitung gefahren. Das war halt alles super neu für mich, das alles mitzumachen. Es war ein super Erlebnis, aber es war noch sehr, sehr neu, weil ich würde sagen, zu dem Zeitpunkt habe ich noch nicht richtig Leistungssport gemacht. Ich habe super viel trainiert, aber es war wahrscheinlich nicht alles mit Sinn dahinter. Ja, ich glaube, den Bereich hat jeder mal. wann hast du das erste Mal gemerkt, als du auch für Australien gekämpft hast, dass du zur absoluten Weltelite gehörst und dass du auch wirklich jetzt realistische Chancen hast, bei den Olympischen Spielen teilzunehmen? Es ist so ein bisschen zweigeteilt. Also mit den Olympischen Spielen, nachdem ich das erste Mal gesehen habe, wie die Oceania Championships aufgebaut sind und damals war die Quali ein bisschen einfacher oder viel einfacher für den Bereich Ozeanien, weil einfach es sind nicht so viele Athleten da, es ist eigentlich sehr, sehr einfach gewesen. Manche Gewichtsklassen hatten noch nicht mal Athleten dabei, also seine 700 Punkte da abzugreifen war relativ easy. Mhm. Und dadurch war die Quali für mich für Rio sehr realistisch. Ich musste nur ein paar andere Ergebnisse machen und habe mich dann ja sogar geschafft, direkt zu qualifizieren. Aber dass ich das erste Mal gemerkt habe, dass ich wirklich in der Weltspitze angekommen bin, ich glaube, das hat für mich ziemlich lange gedauert. Für mich war es die meiste Zeit immer so ein bisschen, ja, das ist jetzt ein super Draw gewesen, deswegen bin ich so weit gekommen und das ist ein bisschen Zufall und eigentlich habe ich das nicht so ganz verdient. Also viel Selbstzweifel. Ja, es hat ein bisschen länger gedauert, bis ich wirklich an mich geglaubt habe und auch konstant gute Leute geschlagen habe. Und ich glaube, das erste Mal so richtig realisiert war in Tel Aviv, als ich gewonnen habe. Und davor in Tunesien, ich glaube 2018 war das, als ich Bronze gewonnen habe.
das war nochmal so ein bisschen, das war das erste Mal für mich, wo ich wirklich gedacht habe, ja, okay, ich gehöre hierher. Das ist doch nicht alles Zufall. Ja, ich sag mal so, also ich finde das spannend, weil wir hatten jetzt, das sind, sag ich mal, die Überschneidungen sind sehr eng. Wir hatten jetzt vor kurzem auch ein Interview mit Marie Branson und die beschreibt so ganz ähnliche Prozesse. Also erstmal so natürlich diesen Nationenwechsel, dann eben diesen Drive zu haben, auch dabei zu bleiben, weil du hättest dir ja auch sagen können damals, okay, ich schaffe jetzt hier nicht für Deutschland zu kämpfen, ich hänge jetzt quasi meine Judo-Jacke an Nagel so ungefähr und mache das nur noch wirklich als Hobby. Und auch so dieses Thema Selbstzweifel hat sie so ein bisschen angebracht. Woher, also ich sag mal, wir haben das wahrscheinlich alle so ein bisschen in uns, ja, dass man eben erstmal so Selbstzweifel hat. Aber glaubst du, das hängt auch so ein bisschen damit zusammen, dass man eben aus so einem kleineren, ich sag mal, Regionalverband dann kommt, also aus Ozeanien, aus Afrika, und dann denkt, oh, die Japaner oder die Asiaten und die Europäer, die sind sowieso viel, viel stärker und das System ist da viel, viel besser, weil man das System natürlich auch kennt und hat deswegen dann so ein bisschen diesen Respekt? Oder was glaubst du, woher kommt dann dieser Selbstzweifel? Weil bei euch beiden fand ich das jetzt schon sehr prägnant, dass ihr das beide erwähnt habt. Ich glaube, das kommt eher ein bisschen davon, dass ich es in Deutschland nicht geschafft habe. Und ja, einfach da aussortiert worden bin gleich am Anfang. Ich wurde, ich glaube, einmal eingeladen zu einem Trainingscamp, als ich noch relativ jung war. Und sie haben mich nie wieder eingeladen danach. Und das ist auch total okay. Und ich bin jetzt im Nachhinein auch super froh darüber, weil ich bin super glücklich jetzt hier, wo ich bin. Und ich glaube, ich wäre auch gar nicht hierher gekommen. Also an dieser Stelle wäre das nicht so alles passiert. Ja, ich würde sagen, da ein bisschen so, da, dass mir jemand schon so früh gesagt hat, du bist nicht gut genug. Nicht direkt das gesagt, aber quasi das Zeichen gegeben. Ja, ich glaube, bei solchen Sachen stehen wir uns halt häufig selber im Weg und ich glaube, wir selber realisieren an manchen Momenten zu spät, was wir eigentlich doch können. Also, ich meine, ich finde es bei dir auch krass, dass du sagst, dass du glaubst, dass du erst zur Weltspitze oder Weltelite mitgehört hast, als du in Tel Aviv Gold geholt hast. Also tatsächlich habe ich mir gedacht, dass du das sagen wirst, muss ich fairerweise gestehen. Ich glaube, an dem Tag war ich auch in der Halle. Ja, wir hatten ja deinen Kampf noch gesehen. Aber ich hätte irgendwie auch gedacht, dass du davor auch schon vielleicht so vereinzelt mit reinziehst, weil du hattest ja vorher auch schon Medaillen gesammelt und hast ja auch starke Kämpfe dann abgelegt. Also das ist ja dann so meines Empfindens nach 2018, 2019 bei dir so richtig ins Rollen gekommen. Ja, ich hatte definitiv bessere Tage, würde ich sagen, und auch gute Kämpfe und alles. Aber für mich war das immer so ein bisschen, die Konstanz war nicht da. Ich konnte das nicht an einem Tag abrufen. Nichts hat an einem Tag gepasst. Aber immer kam irgendwas dazwischen. Ja. Ja, wenn es Selbstzweifel waren oder ich habe Fehler gemacht. Und deswegen war das für mich immer, also ja, ich bin gut, aber ich bin noch nicht an der Weltspitze angekommen. Ich bin noch nicht da, wo ich wirklich jeden an dem einen Tag schlagen kann. Ja. Das war so ein bisschen das für mich. Ja. Apropos Weltspitze, da gehört man ja auch irgendwie automatisch dazu, wenn man bei den Olympischen Spielen teilnimmt, zumindest nach meiner Wahrnehmung, ja. Also wenn ich jemand höre, der ist bei Olympia dabei, ja. Außer Giovanna, ja, das ist für mich noch normal. Ja, klar. Dann ist das natürlich immer so ein Hammerding und natürlich Medienpräsenz enorm hoch. Und du hast ja jetzt gesagt gehabt, du hast dich erst so richtig zur Weltelite ab, ne, Tel Aviv 2020 gesehen. Hast ja 2016 aber auch schon bei den Olympischen Spielen teilgenommen in Rio. Und also ich denke mal so, für jeden, der so ein bisschen diese Leistungssportebene eingeschlagen hat, ohne jetzt wirklich, ich sag mal, Leistungssport so richtig professionell zu betreiben, ja, ist da immer irgendwie so das Ziel Olympia im Hinterkopf, ja, und im Hintergedanke. Und ich würde mal behaupten, allein dadurch, dass du diesen Weg eingeschlagen hast, den du eingeschlagen hast, ist das wahrscheinlich auch so ein Ziel im Hinterkopf gewesen. Kannst du mir auch widersprechen, wenn das nicht so gewesen sein sollte. Aber was hat es dann für dich bedeutet, als du dann wirklich dich auch qualifiziert hast für Australien
Und ja, dann einfach, was hat das für Gefühle in dich ausgelöst? Vor allem auch natürlich, ich glaube, wir sitzen hier jetzt zu dritt und können das viel besser nachvollziehen, was es bedeutet, eben zwei Staatsangehörigkeiten zu haben, ja, zwei, ich sag mal, Herzen, die in einem schlagen. Und ich glaube, das ist natürlich auch, also mich hätte es wahrscheinlich auch sehr stolz gemacht, dann auch, ich sag mal, das Land von meinem Vater zu repräsentieren. Nimm uns da vielleicht einfach mal mit, wie, was das alles bei dir ausgelöst hat. Also Rio, mich dafür zu qualifizieren, war komplett surreal, weil, wie gesagt, 2014 war Judo noch eher ein Hobby für mich und zwei Jahre später stehe ich da bei den Olympischen Spielen. Das war es war ein Kindheitstraum, den ich eigentlich schon abgehakt hatte nach der Schule, nachdem ich quasi das erste Mal mit Leistungssport aufgehört habe. Deswegen da zu sein und das alles einfach einzusagen, das war ja surreal. Ich konnte das am Anfang gar nicht so richtig glauben, dass ich wirklich da bin. Aber auf der anderen Seite hatte ich immer noch das Gefühl, dass ich nicht so richtig dahin gehörte. Ich wusste genau, dass ich eine gute Auslosung brauche, um meinen ersten Kampf zu gewinnen und dass es super schwer wird, über die zweite Runde rauszukommen, weil zu dem Zeitpunkt, mir war das bewusst, dass ich noch nicht auf dem Level bin, dass ich da jeden schlagen kann. Und es war auch okay für mich, weil ich wusste, wo ich gerade bin und wo ich noch hin möchte. Und ja, ich hatte ein gutes erste Rundlos, deswegen habe ich die erste Runde gewonnen und dann die zweite Runde gegen Japan war nicht so erfolgreich. ja, aber es ist halt super schwer gewesen, das trotzdem zu akzeptieren und dann weiterzumachen. Aber auf der anderen Seite war das auch eine super Motivation, weil ich wusste, dass dieses Gefühl, dass ich das nie wieder haben möchte und bei den nächsten Spielen will ich so gut vorbereitet sein und so gut sein, wie es irgendwie möglich ist. Und ich glaube, ich habe das fast geschafft, wenn ich mich nicht kurz vorher verletzt hätte und am Knie hätte operiert werden müssen. Ja, das mit Covid und allem, das war jetzt nicht das Beste für mich. Ich habe mich, nachdem wir das erste Mal wieder zum Trainingscamp gereist sind, am Knie verletzt, musste operiert werden. Und aus einer 6-Wochen-Geschichte sind 6 Monate geworden. Und deswegen ist meine Vorbereitungszeit sehr knapp gewesen. Das erste Turnier, was ich wieder gekämpft hat, waren Asia-Meisterschaften. Also wir in Ozeanien, wir werden ständig irgendwo anders reingesteckt. Okay. In dem Rio-Zyklus waren wir zusammen einfach Ozeanien und da haben wir nur in Ozeanien unseren Wettkampf gehabt. Und dann für den Zyklus Tokio haben sie aus Asien geschickt. Also haben wir mit den Asiaten zusammen gekämpft und jetzt sind wir, ja, Pan America. Also wir werden so ein bisschen rumgereicht hier im Moment. Das war das erste Turnier, was ich wieder gekämpft habe und ich habe kein Randori davor gemacht. Das erste Mal da habe ich ein bisschen mit IFA Randori gemacht und ja, es war noch nicht so super. Aber ja, so die Vorbereitung nachher auf die Spiele ist für mich halt knapp verlaufen. Es war ein bisschen ärgerlich, weil eigentlich habe ich mich super gut gefühlt, gerade nachdem ich Tel Aviv gewonnen hatte. Und das mit der Verschiebung von den Spielen war für mich so ein bisschen ideal. Aber natürlich das Gefühl, da zu sein, grandios, war ein bisschen komisch. Vielleicht, also du weißt das ja auch, dass keine Zuschauer da waren, immer Maske tragen. Man wurde so ein bisschen abgeschottet. Man hatte nicht dieses Gefühl, Olympische Spiele, dass man so ein großes Event hat und mit allen Sportarten zusammen ist und das so feiert zusammen, dass man da ist. Sondern es war ein bisschen, ja, abgegrenzt. Keiner durfte irgendwie was mit jemand anders machen. Vielleicht war das auch nur von Australien aus, dass es sehr streng alles war, aber wir hatten schon ganz schön strenge Auflagen, wie wir uns zu benehmen hatten. Also, ja, und zu dem Thema Australien zu repräsentieren, für mich ist das sehr schön. Für mich ist das so ein bisschen, weil die mir die Chance gegeben haben, auch Judo zu machen und meine Träume zu verfolgen, ist es noch so ein bisschen noch schöner, als Deutschland zu repräsentieren. Ja. Nein, voll verständlich. Vollkommen. An was ich noch anknüpfen wollte, was du gesagt hast zu dem Feeling bei Olympischen Spielen. Ich muss tatsächlich sagen, ich glaube, dadurch, dass ich halt keinen Vergleich habe von Rio, war das halt für mich
so überwältigend, dass so viele Eindrücke auf mich eingeprasselt sind, dass ich einfach so war, wow, das ist alles so überdimensional groß. Und auch als ich in diese Mensa reingekommen bin und unten, und dann war die oben ja noch viel größer und dieses ganze Essen, und du kannst ja quasi, ich wusste gar nicht, ich glaube, man konnte 23 Stunden oder von 24 konnte man ich immer glaub, diese die ganze Zeit. Oder ich weiß es gar nicht. Ich hatte gehört, dass einmal, Eduard hat ja immer so viele Videos gemacht. Ich glaube, er meinte, dass die einmal eine Stunde zu war, aber ich weiß es auch nicht genau. Und deswegen war das für mich einfach so beeindruckend. Aber ich kann mich noch dran erinnern, ich weiß nicht, ob ich das auch in der Folge mit Marie gesagt habe, als wir reingefahren sind damals ins Olympische Dorf, haben Martina und Jasmin auch gesagt, ja, das ist im Vergleich zu Rio gar nichts. Ne? Und für mich war das halt so, was? Das ist alles so groß hier. Also. Ja, die ersten Spiele, glaube ich, sind super besonders, weil man ja auch noch nicht so richtig weiß, was einen zu erwarten hat. Ja. Und wenn man dann schon mal da war, hat man natürlich einen Vergleich. Ja, also Tokio war immer noch überwältigend. Ja. Ich glaube, jede Olympischen Spiele, wenn du es dahin geschafft hast, ist ein unglaubliches Gefühl. Aber ja, die ersten im Vergleich zu den zweiten waren ein bisschen anders. Auch bei den ersten war es einfach nur, ich habe es genossen, da zu sein. Es war ein super Erlebnis. Und bei den zweiten Olympischen Spielen hatte ich ein Ziel. Ich wollte eine Medaille gewinnen. Also ich wusste, warum ich da bin. Ich habe mich also bereit gefühlt, da einen vernünftigen Wettkampf zu machen. Ja. Was ist aus deiner Sicht der größte Unterschied im Judo Deutschland oder Europa im Vergleich zu bei euch in Australien, sagt man das? Ja, ich glaube, ja. Ja. Yeah. Ich würde sagen, erstmal die Zahlen. Also wir haben im Vergleich viel weniger Judo-Clubs hier und generell Menschen, die Judo machen. Also hast du auch vergleichsweise weniger Trainingspartner. Und das Land ist einfach super groß. Also teilweise müssen die Leute so lange fahren, wenn sie Judo machen wollen, mit Leuten in ihrer Gewichtsklasse. Also erstmal das. Also die Partner sind nicht so viele, wie man es kennt in Deutschland, wenn man da aufgewachsen ist. Und dann, die sind sehr von Japan beeinflusst. Also sie kämpfen sehr am Revers vorne, Arm und Revers, und nicht so viel über den Rücken, und die ganzen Konterwürfe und nah an der Hüfte kämpfen und so sind die nicht so gewohnt. Deswegen sind die da auch nicht so super gut drin, was man vielleicht auch gerade vor ein paar Jahren noch auf internationalen Wettkämpfen oft gesehen hat. Es wird besser, weil gerade die Jüngeren mehr rausgeschickt werden und mehr Trainingslager und Wettkämpfe machen außerhalb von Australien. Aber es ist immer noch ein langer Weg. Ich denke, das sind so die größten Unterschiede, wie sie kämpfen und einfach die Partner. Es sind einfach nicht so viele Leute hier. Vielleicht dazu eine Nachfrage. Also jetzt hast du quasi Deutschland und Australien oder Europa und Australien so verglichen. Nimm uns vielleicht einfach mal mit, was es auch für dich bedeutet, in so einem Riesenland jetzt quasi diese ganzen Distanzen auf sich zu nehmen. Also einmal, du hast jetzt Training angesprochen, aber natürlich auch Wettkämpfe. Also dann trainiert man vielleicht, ich weiß nicht, ob ihr einen Stützpunkt habt quasi, wo alle eigentlich hinkommen sollen. Und dann trainiert man an der Westküste und das Turnier ist aber an der Ostküste. Und auch diese Wege, die ihr euch auf euch nehmen müsst, um, ich sag mal, bei der IGF World Tour mitzukämpfen und auch auf ozeanischen Turnieren. Also ich weiß nicht, ob die jetzt immer nur in Australien und Neuseeland stattfinden, aber wenn man von Australien fliegt, Melbourne, bis nach, ich weiß nicht, Tonga oder sowas, Fidschi, da ist man ja auch gut unterwegs. Ja, also man ist ja schon sehr weit, ich sag mal, abgeschottet vom Rest so der Welt und hat ja extrem viele Reisen. Hat das auch irgendeinen Einfluss? Also ja, wir müssen extrem viel reisen. Ja, wie ich schon angesprochen habe, hier sind nicht so viele Leute. Also wenn die Jüngeren oder auch wir irgendwelche Turniere besuchen wollen, sitzen wir schon erstmal 14 Stunden im Flug und dann noch irgendwie 10 oder kommt drauf an, wo es hingeht. Aber die meiste Zeit geht's von hier nach Doha, Dubai oder Abu Dhabi, und das sind so 14 Stunden. Und dann geht's von da weiter, wo auch immer hin. Also ja, die Strecke ist schon das größte, sagen wir mal, Problem. Oder ja, und dann halt die Kosten, die damit verbunden sind, was man so ein bisschen unterschätzt. Also wenn man jetzt in Deutschland guckt und sagt,
die Kinder, die Kadetten oder Junioren sollen Turnier besuchen. In Polen ist es ja, die setzt man im Minibus und dann fährt man darüber und dann ist da jeder vielleicht mit 250 Euro dabei fürs Wochenende, wenn der Verband noch was dazu gibt oder so. Aber wenn bei uns das Kadettenteam nach Polen fliegen soll, dann sind die da mit 5000 Dollar wahrscheinlich dabei. Und das kann halt nicht jeder bezahlen. Und gerade weil unser Verband halt nicht so viel Geld hat, ist das super schwer, das irgendwie zu finanzieren. Die meisten müssen es halt einfach selber bezahlen. Und ja, für ein Turnier dann darüber zu fliegen, ist halt dann auch wieder so eine Sache. Ja, das stimmt. Aber ihr habt immer lange Flugstrecken, also egal, wo es eigentlich hingeht. Auch nach Japan fliegt ihr auch, glaube ich, 10 Stunden, kann das sein? Ja, genau. Japan wäre so, das ist so noch das Nächste für uns, wenn wir irgendwie zum Training oder zum Wettkampf fliegen wollen. Heftig. Aber bis auf den Tokyo Grand Slam ist da jetzt ja auch nicht so ein richtiges Angebot, wo wir die Junioren oder Kadetten hinschicken könnten. Nee. Sondern da ist nur die IGF World Tour. Ja, aber das ist so ein bisschen das Nächste, wo man trainieren könnte, wo die Partner eine gute Qualität haben. Alles andere ist super weit weg. Aber es ist halt auch super wichtig, nach Europa zu fliegen, um da andere Partner auch einfach zu haben, die anders kämpfen, weil es, ja, wie du selber weißt, es ist wichtig, mit anderen Leuten zu trainieren, die einen anderen Stil haben, rechts, links und einfach ein bisschen anders sind. Ja, das ja, aber ich muss auch ehrlich gestehen, eine Zeit lang war es mir gar nicht bewusst, dass ihr auch bis nach Japan, ich dachte immer, ja, bis nach Japan, ihr fliegt 2 Stunden oder so, so wie wir halt nach Spanien 2 Stunden fliegen, dann dachte ich so, ja, das ist da auch nur, aber das war mir nie bewusst geworden, und irgendwer hat mir gesagt, nee, die fliegen viel länger, und ich war so, was? Dann musste ich das googeln, weil ich es nicht geglaubt habe, und dann bin ich aus allen Wolken gefallen, weil das für mich so schockierend war. Ja, nee, es ist jetzt, also wie ich lebe jetzt hier erst 2 Jahre. Wir sind hier erst hingezogen vor 2 Jahren, als die das Center eröffnet haben, ein nationales Trainingsprogramm. Und seitdem bin ich halt mit den anderen zusammen und immer Langstrecken fliegen. Aber ich glaube, das Schlimmste eigentlich an der Sache ist die Zeitverschiebung, die man auch noch dazu hat, die man irgendwie überbrücken muss. Und zu uns jetzt gerade sind es ja 9 Stunden, also deswegen, das ist schon ganz schön viel. Als wir jetzt in Kanada waren, waren es 16 Stunden und das ist schon echt krass. Boah, ja, also da, wenn ich dann mal wieder 9 Stunden habe oder nur 8 oder 7, dann kann ich mich, glaube ich, nicht beschweren. 16 Stunden, heftig. Kann man sich gar nicht vorstellen. 16 Stunden ist ja fast wieder so viel, dass es wieder weitergeht von normal, weil es ja wieder am anderen Ende ist. Ja. Auch immer wieder. Aber ja, das ist krass. Ja. Aber für alle, die zuhören, ganz wichtig, wenn ihr nicht so wie Giovanna irgendwann mal in der Schule seid, bitte nicht Erdkunde abwählen, ja? Und bitte nehmt ins Erdkundeprogramm Flugstunden mit rein, okay, danke. Ja, genau. Ja, nee, das stimmt. Ja, nee, aber das muss man auch ehrlicherweise gestehen. Also wenn man das dann nicht sieht, weil die Weltkarten, jetzt Erdkundewissen für alle, die zuhören, ganz kurz off-topic, ja, die sind ja so verzerrt. Ja, also die Relationen passen ja auch gar nicht, weil sonst würde das gar nicht auf eine Weltkarte passen. Und wir als Europa würden dann so klein aussehen. Ja, und der Rest der Welt ist dann eben, aber gut, ist ein anderes Thema. Ist das nicht wie bei Asterix und Obelix? Irgendwo fällt man runter? Ja, genau. Das ist keine Scheibe, das ist ein Teller, wo Essen drauf liegt, ne? Okay, genau, kommen wir wieder zum Thema, Katharina. Du hattest es vorhin jetzt schon auch so ein bisschen angesprochen, deinen ersten großen Triumph auf der IGF World Tour in Tel Aviv. Möchte ich jetzt auch gar nicht groß mehr drauf rumreiten. Hast du erzählt gehabt, auch was das für, dass du dich dann auch wirklich zur Weltspitze da gesehen hast. Was man aber dazu auch sagen muss, ist, das war das erste Mal, dass eine Australierin bei der IGF World Tour eine Goldmedaille gewonnen hat. Jetzt auch da wieder, ich möchte jetzt wieder so ein bisschen darauf eingehen, was dir das dann auch wirklich bedeutet für, also es ist einfach, ich meine, Australien ist ein Riesenland, ja, und super krasse Historie, Geschichte, also auch, glaube ich, von vielen positive Assoziationen, die man mit Australien verbindet. Was bedeutet dir das eben für das Land tatsächlich dann auch so einen großen Erfolg erzielt zu haben? Genauso viel für mich selbst auch. Also es war einfach
für mich hat es gezeigt, wie gut ich bin und wie gut das Land ist und ja, dass es machbar ist im Großen und Ganzen. Es ist so ein bisschen, egal wo du herkommst, du kannst es schaffen, wenn du hart genug trainierst. Und es war einfach schön für alle anderen, glaube ich auch, das einfach zu sehen, dass es machbar ist. Und das war so ein bisschen, habe ich das Gefühl, auch der Durchbruch für andere, daran zu glauben. Und ich bin total stolz darauf, dass ich da den Leuten auch ein bisschen die Motivation da vielleicht für geben konnte, noch ein bisschen härter zu arbeiten und auch den Glauben daran zu haben, dass auch wenn du aus Australien kommst, kannst du es an die Weltspitze schaffen. Und ich glaube, man sieht das jetzt auch. Also wir haben jetzt langsam Leute, die also konstant für Medaillen kämpfen. Nicht nur ich, sondern auch Eva und Joshua Katz war dabei. Und wir haben noch andere Jüngere, die es langsam immer besser machen. Und ich glaube, ja, im Großen und Ganzen, ich war einfach super stolz auf mich und auf das ganze Team, dass wir es dahin geschafft haben. Und wie wurde das damals von Australien aufgenommen? Also, weil es ja das erste Mal passiert ist und ich habe super viele Nachrichten bekommen, dass sie super stolz sind. Und ich glaube, es hat so ein bisschen die Judo-Gemeinschaft in Australien noch ein bisschen vereinigt, ein bisschen mehr, weil die ist nicht immer einer Meinung hier und viele Leute gehen ein bisschen gegeneinander. Und ich glaube, das war so ein bisschen aber eine Sache, wo alle einfach das total super fanden und das so ein bisschen, das Ganze so ein bisschen mehr gemeinschaftlich gemacht hat. Ja, das glaube ich. Wir haben ja vorhin schon über deine beiden, oder du hast ja auch schon angesprochen, dass du ja, oder dass du zwei Titel bei den panamerikanischen, ozeanischen Meisterschaften geholt hast, oder? Wie ist der Ablauf bei so einem Wettkampf? Also ist das ein bisschen anders wie bei einem europäischen Wettkampf oder läuft da alles ganz gut ab? Und ja, nimm uns da einfach mal mit. Also ich muss sagen, letztes Mal war es in Peru und diesmal war es in Kanada, in Calgary. Es war ein bisschen unterschiedlich. Die Organisation diesmal war ein bisschen besser, muss ich sagen. In Peru war es so ein bisschen sehr, ja, Lateinamerika, alles ist so ein bisschen entspannt und es kommt, wann es kommt und wir machen uns nicht so viel Stress und der Bus kommt dann halt eine halbe Stunde später. Im Großen und Ganzen war es trotzdem ein normaler Wettkampf, also mit Anzugkontrolle und also alles das, was man kennt, einfach nur ein bisschen kleiner. Mhm. So ein bisschen, ich weiß nicht, ob du damals in Cancun warst bei dem Grand Prix, aber so ein bisschen, wie es da war, kann man sich das so vorstellen, wie es in Peru war und in Kanada war es eigentlich recht normal. Einfach ein bisschen kleiner als ein IGF-Wettkampf. Eher so ein Europacup. Einfach auch von den Teilnehmerzahlen. Obwohl ja eigentlich vom Teilnehmerfeld wart ihr eigentlich auch in der 63 relativ gut besetzt, oder? Also hat es jetzt für mich den Eindruck erweckt, ne? Also vielleicht nicht viele, aber es waren schon eine gute Auslese da. Ja, wir waren nicht super viele, aber die Leute, die da waren, waren relativ gut. Ich glaube, wir hatten ein paar Leute in der Weltspitze, da in der mindestens Top 20. Ein paar Leute waren nicht dabei, Barrios war nicht dabei dieses Jahr. Aber im Großen und Ganzen ist 63 immer relativ gut besetzt, ja. Ja, das stimmt. Genau, vielleicht rein von der Organisation hast du jetzt ein paar Sachen erwähnt gehabt. Und ich muss sagen, ich assoziiere das dann immer auch sehr positiv, sag ich mal, weil wir sind ja auch, sag ich mal, aus, ich sag mal, etwas südlicheren Gefilden, ja, und ich glaube, wir kennen das auch aus ja, privaten, also wenn wir jetzt, keine Ahnung, wir waren ja auch im Sommer in Italien im Urlaub und ja, kommst du heute nicht, kommst du morgen, ja, und wir treffen uns um 5 und alle sind um 18 Uhr bereit, ja, so ein auf den. Also ich glaube, das wäre schon witzig so, aber natürlich auf dem Wettkampftag will man, dann denkt man, oh, jetzt kann ich nicht starten und ich verpasse die Waage oder den Wettkampfstart oder so, da kann ich schon nachvollziehen, aber vielleicht nimm uns einfach mal jetzt nochmal mit auf den Wettkampftag, wo du jetzt deinen ja, zweiten, ich weiß nicht, das auszusprechen, panamerikanisch-ozeanischen Titel gewonnen hast. Pan-American Oceanian, sagen wir einfach, das ist der englische Part. Ja, aber wir haben ja ein deutsches Interview, deswegen habe ich gehofft, wir machen es auf Englisch. Nein.
Und ja, wie gesagt, nehmen wir uns einfach mal mit, wie der Wettkampftag verlaufen ist und wie es dann auch für dich im Finale wie ergangen ist, sag ich mal. Ich würde sagen, es war relativ normal. Ganz normal. Frühstück, also aufstehen, Frühstück. Achten, dass das Gewicht passt für 5%. Normales Warm-up. Ich hatte den ersten Kampf freilos. Also hatte ich ein bisschen Zeit. Hab geguckt, wer gewinnt. Und die Kolumbianerin hat gewonnen. Ja, dann hatte ich meinen ersten Kampf, der relativ easy verlaufen ist. Ich wusste, dass sie relativ kräftig ist. Man konnte sie nicht richtig einschätzen. Bisschen Fake Links. Aber der Kampf war eigentlich, war okay. Der zweite Kampf dann gegen Hannah Martin war ein bisschen anstrengender. Nach dem Kampf haben wir kurz geredet und es war so ein bisschen für uns, wir haben so gegen die Version von uns selber gekämpft. Beide meinten so, super kräftig. es war eher anstrengend, muss ich sagen, da in Calgary, es war relativ hoch, deswegen war die Luft sehr, sehr dünn da oben und alle sind relativ schnell an ihre Grenzen gekommen. Also in Gold Score zu kämpfen, war schon richtig hart. Also der Körper tat einem so weh danach. Und das Finale war dann gegen Priska Alcaraz. Und wir haben, ich glaube, jetzt dreimal gegeneinander gekämpft und ich habe dreimal gewonnen. Und das war, ich glaube, das vierte Mal. Deswegen war ich relativ positiv gestimmt da und wir hatten einen guten Gameplan. Dann hat sie mich am Anfang relativ schnell doch erwischt. Aber ich habe es dann wieder zurückgeholt. Ja. Ja, sie ist jetzt auch echt gut geworden, auch über das letzte Jahr, ne? Ja, ich muss sagen, sie hat super tolles Judo-Gefühl. Also Judo-Gefühl super toll. Macht so schönes Judo. Bin ich ein bisschen neidisch. Aber sie ist körperlich einfach nicht so kräftig. Ich glaube, da habe ich so ein bisschen den Vorteil. Und deswegen konnte ich sie da nachher noch kontern. Ja. Nee, weil eben jetzt ja so langsam einem das ja auffällt, dass sie jetzt so seit einem halben Jahr, glaube ich, sogar auch relativ konstant anfängt zu werden. Ich glaube, so den Durchbruch hatte sie im letzten Jahr. Georgien, ne? Ich bin mir nicht mehr sicher, wo, aber sie hat in letzter Zeit super gute Leute auch geschlagen und konstant Medaillen gemacht. Und auch, dass sie da ins Finale gegangen ist und gegen die Kubanerin gewonnen hat im Halbfinale, zeigt ja auch, wie gut sie ist. Ja, das stimmt. Du bist ja derzeit auf dem 7. Platz in der Weltrangliste, in der Gewichtsklasse bis 63 Kilogramm. Und was erhoffst du dir noch von den nächsten 10 Monaten, die vor dir stehen, bis zu den Olympischen Spielen? Also das übergeordnete Ziel für mich ist es, mich in der Top 8 zu qualifizieren, dass ich gesetzt werde. Während der Zeit sonst einfach noch an meinem Judo zu arbeiten und so viele Medaillen mitzunehmen, wie es geht, würde ich sagen. Aber im Großen und Ganzen mich einfach noch ein bisschen besser zu entwickeln, noch an ein paar Sachen zu arbeiten und hoffentlich schönes Judo zu machen und mich dann irgendwo in der Top 8 zu qualifizieren. Also ich würde schon sagen, dass du schönes Judo machst, das würde ich jetzt nicht abstreiten. Es halt einfach, ich glaube nicht immer. Also, aber ich glaube, man muss es auch nicht immer. Also manchmal ist auch, du weißt es ja selber, gegen manche Leute weißt du, okay, das muss halt kein schönes Judo sein, es muss effektiv in dem Moment sein. Und, das stimmt. Also ich glaube, wir alle erhoffen uns immer, dass wir in jedem Kampf einen schönen Wurf abliefern, aber es geht einfach nicht. Also ich glaube, das ist wie mit Uchikomis, du machst 1000 Stück, 2 sind gut und genauso ist es mit einem schönen Wurf im Wettkampf. Leider. Ja, wahrscheinlich. Ja, um vielleicht gleich zur nächsten Frage überzugehen, ich meine, darauf sind wir jetzt auch schon mehrfach so ein bisschen
rumgeritten, sag ich mal. Geht jetzt so ein bisschen um deine, ich sag mal, ja, Lebensweg, Karriere, die du gegangen bist, weil du ja wirklich, ja, ich sag mal, die Welt auch gesehen hast, an unterschiedlichsten Orten trainiert hast. Ich habe mir das Interview angeguckt gehabt, Coffee with Celine war das, glaube ich, ja, vor den Olympischen Spielen. Und sie hat das so treffend, glaube ich, gesagt gehabt, dass du eine Weltbürgerin quasi bist. Ja, also Hamburg aufgewachsen, da auch trainiert hast. Dann warst du auch in Luxemburg, wenn ich das jetzt richtig auf dem Schirm habe. Und jetzt in Melbourne. Erklär vielleicht mal ganz kurz so, wie dieser ganze Lebensweg zustande gekommen ist und wie du jetzt aktuell trainierst, um dich eben wirklich topfit zu halten. Hast du ja schon angeschnitten, ihr habt da jetzt dieses Leistungszentrum aufgebaut, aber verlier dazu auch einfach noch mal ein paar Worte. Ja, wie gesagt, in Hamburg aufgewachsen und deswegen da die meiste Zeit meines Lebens eigentlich trainiert. Bis ich da, ja, ungefähr als ich 18 war, hatte ich dann aufgehört, da für ein Jahr zu trainieren, dann wieder angefangen. Und ich glaube, 2018 sind wir nach Luxemburg gegangen, weil Alex da ein Jobangebot bekommen hat als Nationaltrainer. Und für uns war das so ein bisschen, wir brauchten jemanden, der vernünftig Geld verdient. Sonst wäre das Ganze nicht mehr so richtig machbar gewesen. Also ich bin super dankbar, dass meine Eltern mich eigentlich immer super unterstützt haben finanziell. Aber für uns war das so ein bisschen, dass einer von uns einen richtigen Job braucht, sonst können wir dieses Judo-Ding nicht mehr machen. Und ja, das war eigentlich ein guter Zufall oder das kam zur richtigen Zeit, dass er das Angebot da bekommen hat. Und in Luxemburg verdient man relativ viel, deswegen konnte ich auch aufhören mit dem Nebenjob. Also ich konnte mich komplett auf Judo konzentrieren und da bin ich auch Alex super dankbar, dass er mir das da ermöglicht hat und dass wir das so machen konnten. Und ja, vor 2 Jahren sind wir dann nach zwischendurch sind wir nachher ein bisschen rumgereist vor den Olympischen Spielen nach Covid, als sein Vertrag da geendet ist, und haben die Vorbereitung gemacht für Tokio und waren so ein bisschen, ja, ohne richtiges Zuhause. Und ja, vor 2 Jahren sind wir dann nach Melbourne gezogen, weil hier ein Center eröffnet worden ist. Die wollten das ausprobieren, das ein bisschen zu zentralisieren. Und wir arbeiten mit dem Victorian Institute of Sport zusammen. Das ist so ein bisschen so wie in Köln, einfach ein Stützpunkt für verschiedene Sportarten. Da haben wir einen S&C-Coach und wir haben da Dietitians und alles mögliche, Sport, Psycho, das ganze Paket quasi als Angebot, wenn du da am Center trainierst. Und ja, das ist für uns, für mich ist das super, dass wir jetzt das alles an einem Ort haben. Ich habe vernünftige Trainingspartner hier, also für mich ist das super hier. Das Einzige, was halt ein bisschen blöd ist, ist das ganze Reisen. Wir sind also nicht ständig unterwegs, aber wahrscheinlich immer in so 6 Wochen Blocks, weil sonst lohnt sich das auch nicht so richtig. Also wir hatten natürlich auch schon Wettkämpfe, wo wir hingeflogen sind und gleich wieder zurückgeflogen sind. Aber es ist super anstrengend. Ja, kann ich verstehen. Vor allem, weil es dann halt meistens nur ein Wochenende ist, oder was heißt nur ein Wochenende, so 5 Tage, je nachdem, wie die Zeitverschiebung ist und dann dieses Hin und Her und der Körper dankt einem dann irgendwie auch nicht, ne? Ja, nicht so richtig. Und wir müssen halt immer schon relativ früh anreisen, damit man das halt irgendwie wenigstens so einigermaßen verkraftet und nicht jeden Tag um 3 Uhr nachts aufwacht. Und dann, ja, es ist nicht so angenehm. Was heißt relativ früh bei euch? Also wie viele Wochen, wenn ihr jetzt quasi, keine Ahnung, Grand Prix in Linz in Portugal habt, wie viele Tage seid ihr vorher schon da? Ich würde sagen, wir versuchen dann so anzureisen, dass wir 2 Tage vor der Waage wenigstens da sind, damit wir da 2 Trainingseinheiten machen können, um ein bisschen da in die Zeitzone zu kommen. Ich glaube, wir sind da alle langsam so gut geschult, dass das für alle relativ schnell funktioniert. Ich muss sagen, am Anfang habe ich da echt Probleme mit gehabt, aber langsam, wenn man ungefähr weiß, wie spät es jetzt, ja, nehmen wir das Beispiel Linz. Wenn ich weiß, wie spät es in Linz ist, dann bereite ich mich ein bisschen schon auf der Flugreise darauf vor, sodass ich halt dann schlafe, wenn es da nachts ist und nicht, wenn es bei uns nachts ist. Und ja, das ist ein bisschen anstrengend, man muss sich ein bisschen quälen, wach zu bleiben, aber es ist dann, wenn man angekommen ist, denkt man sich schon so, zum Glück habe ich das gemacht. Ja.
Also manchmal so denke ich mir so, wenn man jetzt hier so sich diese ganzen Podcast-Folgen anhört und auch was wir alles so von Informationen für euch kriegen, so wie oder auf was man sich alles einstellt und was man alles macht, das ist so heftig. Also ich finde gar nicht die passenden Worte dafür, um das zu beschreiben, weil ich denke mir auch manchmal so einfach so, du bist dann im Flieger und ich hasse ja schon diese 9 Stunden, aber ihr seid dann wirklich 14 Stunden im Flieger, dann ist erstmal so die Frage, okay, was mache ich? Gucke ich Filme? Schlafe ich? Und meistens man ja eher so, man will ja auch dann die ganze Zeit nur schlafen. Aber dann auch, wie du jetzt das hast, also es ist ja auch dann so eine gewisse Art von Selbstdisziplin zu sagen, okay, ich kann jetzt hier im Flieger nicht schlafen, ich muss irgendwas anderes machen, damit ich erst in 2 Stunden schlafen kann. Brutal. Ja, man kann sich ganz gut wach halten, wenn man da irgendwelche Filme oder Serien guckt. Also ich glaube, wir sind alle mal relativ gut vorbereitet. Also wenn wir ins Flugzeug steigen, sind alle Sachen auf Netflix runtergeladen und irgendwelche Podcasts und irgendwelche Serien und sonst was hier noch. Ja. Was anderes will man, glaube ich, auch nicht. Also ich finde es auch beeindruckend, Leute, die im Flieger arbeiten können, irgendwelche Excel-Tabellen und so. Da sehe ich tatsächlich Luigi eher drin, aber ich könnte das auch nicht. Ich schneide ein Video. Mit ChatGPT. Ja, genau. Du hast ja auch schon selber dein Judo ein bisschen beschrieben und ich würde auch sagen, das ist ja auch eher vom. Hat Slavko dich eigentlich auch ein bisschen früher noch trainiert? Ja, ich habe aber definitiv bei Slavko viel Judo auch gelernt. Ich glaube, manchmal ist das für mich auch so eine Überraschung, wenn ich irgendwelche kleinen Tricks auspacke, manchmal, wo ich sage so, oh. Ach ja, das hat Slavko mir mal gezeigt. kommt immer wieder. Wir haben ehrlich gesagt, als ich jetzt da in Baku war und so ein bisschen so ein Kochi Makiko mir auf der anderen Seite geworfen hat, dann kam er auch gleich zu mir, hey, das habe ich dir gezeigt. ja, genau. Ich würde sagen, ja, alle, die auch in Hamburg trainieren, haben ja schon so ein bisschen außergewöhnlicheres Judo. Also auch, wie du sagst, du kämpfst ja auch viel oben rüber und ja, ich glaube auch, das war, was auch die Hamburger so ein bisschen auszeichnet, so ein bisschen, ja, mehr einzigartiges Judo in Deutschland, würde ich jetzt mal behaupten. Ich hoffe, ich lehne mich da jetzt nicht zu weit aus dem Fenster oder auch eine gewisse Vielseitigkeit. Wie würdest du dein Judo selber beschreiben und was ist deine Lieblingstechnik und gibt es einen bestimmten Zeitpunkt, wann du deine Lieblingstechnik anwendest oder bist du da eher so der intuitive Mensch? Ich glaube, ich bin eher so ein bisschen intuitiv. Meine Lieblingstechniken sind Koshiguruma und Uranage. Ja, große Techniken eher. Also ich versuche eigentlich immer groß zu werfen. Und ja, ich würde sagen, mein Judo ist eher so ein bisschen powerful und ja, ich benutze eher meine Kraft dabei die meiste Zeit. Ja, aber sonst würdest du auch solche Techniken wie Uranage oder so nicht so gut hinkriegen, ne? Also wenn ich jetzt einen Uranage auspacke, würde das scheiß aussehen, sind wir ehrlich. Ich würde gar nicht auch kriegen. Ja, also mir bringt es super Spaß, eng zu kämpfen. Ja, große Techniken zu werfen. Ich glaube, das ist so. Ich mag schönes Judo. Es klappt nicht immer, aber ich versuche es. Ja, vielleicht, also jetzt hast du ja ein paar Techniken so erwähnt gehabt. Ja, fühl uns vielleicht noch, also nur so weit, wie du möchtest. Ja, wir wollen jetzt hier auch nicht deine ganzen Techniken, weil es hören bestimmt noch Leute zu, die da bestimmt was abgucken wollen. Aber wie du in so einen Kampf vielleicht einfach allgemein reingehst, also bist du dann eher jemand, der dann gleich sehr aggressiv startet oder jemand, der eher ein bisschen zurückhaltend ist? Joanna hat ja auch angesprochen gehabt, dass du gerne rübergehst, wahrscheinlich einseitig rübergehst oder einfach nur auf dem Rücken. Ja, wie sich dann quasi daraus ja diese Techniken entwickeln. Also bist zum Beispiel jemand wie Giovanna, die, wenn sie möchte und gut drauf ist, viel mit den Füßen arbeiten und dadurch viel vorbereitet. Also wie kommt das zu dir eben hin? Unterschwellig, ne? Haben wir gemerkt. Ja, ein bisschen. Wer das noch gemerkt hat, schreibt das bitte in die Kommentare rein. ich glaube, ich habe, mein Griffkampf ist sehr strukturiert eigentlich, deswegen ich versuche da durch den Griffkampf eigentlich meine Position da zu bekommen, da wo ich hin möchte.
Und ja, der Plan ist es auch viel mit den Füßen zu arbeiten. Manchmal bleibt das ein bisschen auf der Strecke, auch bessere und schlechtere Tage. Naja, ich glaube, durch den Griffkampf an sich komme ich in die Position, wo ich hin möchte und wo ich sein muss, um die Würfe zu machen. Und das ist so, dadurch komme ich da die meiste Zeit hin. Okay, super. Genau, gehen wir mal zur nächsten Frage auch gleich über. Und zwar, jetzt kommt meine Lieblingsfrage, ja, weil jetzt geht es um Beziehung, um Romantik. Nein, wir wollen jetzt nicht zu viel bringen, aber du hast jetzt schon ein paar Mal den Alex erwähnt. Joanna macht Fremdschämen. Nee, weil, guck mal, du hast da ein Bild hängen, der Raum symbolisiert, wie kalt du bist. Ja, aber es ist trotzdem Feuer in mir. Okay. Genau. Vielleicht soll ich mir Julia auch mal einladen für eine Folge. Die mochte kein Judo, die fand das nicht gut, als wir einmal eine Trainingssession gemacht haben und ich habe zu ihr gesagt, sie darf jetzt nichts trinken, weil ich keine Pause angesagt habe. Das kam nicht gut an. Aber gut. Ja, hallo, wenn der Trainer nicht sagt trinken, dann ist auch kein Trinken angesagt. Ja? Ja, übertreibt man nicht, die kennt das nicht so. Ja, aber da muss mal hingeführt werden. Ja? Aber gut. Jetzt siehst du, wo du sie hingeführt hast. Ja, genau. Nicht zum Judo. Ja, wie gesagt, du hast ja den Alex ein paar Mal jetzt schon erwähnt gehabt und ich weiß nicht, ob ich das hier so sagen darf, aber ihr seid ja in einer Beziehung zusammen, ja? Und, ja, wir sind sogar verheiratet. Genau. genau, erklär uns vielleicht einfach mal so ein bisschen, also nicht wie alles komplett zustande gekommen ist, ja, aber ja, also das haben wir bei Hannah Martin auch, die hatten wir, wie gesagt, ja auch schon mal hier im Podcast interviewt. Also für alle, die das Interview von Hannah noch nicht gehört haben, guckt gerne rein, hört rein. Ist ein bisschen weiter vorne, ja, by the way. Genau. Die ist ja auch mit ihrem Partner, sag ich mal, also ihr Mann ist ihr Trainer quasi und das ist ja bei dir jetzt genau das Gleiche. Ja, wie ist es von seinem eigenen Mann und Partner trainiert zu werden? Wie schafft man das quasi so, die Beziehungsebene und die Trainingsebene voneinander zu trennen? Und ja, was, wie gesagt, bedeutet sie allgemein, du hast ja auch schon erwähnt gehabt, dass er diesen Vollzeitjob hatte und dir dadurch ja auch ermöglicht, eben deinen Traum weiterzuleben und Judo eben auf dem Level zu bestreiten. Ja, wie gesagt, nimm uns da einfach mal ein bisschen mit, was dir das bedeutet. Also erstmal ist es super schwer, das auseinanderzuhalten die meiste Zeit. Ich denke, gerade jetzt, seitdem wir hier sind und er als Nationalcoach auch hier in Australien arbeitet und hier zwei Coaches die ganze Zeit auf der Matte sind, ist es ein bisschen einfacher, das ein bisschen mehr auseinanderzuhalten, weil früher in Hamburg oder zwischendurch haben wir ganz oft 1-1 trainiert und da war niemand anders dabei. Also wenn er irgendwas Komisches gemacht hat, warum machst du das und können wir das nicht so machen oder warum bewegst du dich so? Und dann gab es doch öfters mal Argumentation. Jetzt, wo ich ganz mal einen Trainingspartner habe und so, das passiert also nicht mehr so und man kann das so ein bisschen besser auseinanderhalten, weil einfach mehr Leute auf der Matte sind und ich einfach nur Athlet bin und er der Trainer von vielen Leuten ist und nicht nur von mir. Und das ist, also für uns beide ist das, glaube ich, total gut, weil das auch ein bisschen geholfen hat, einfach, ja, das besser auseinanderzuhalten und da einen besseren Schnitt zu machen. Und ja, an sich ist es natürlich super schön, die ganzen Erfolge oder auch Misserfolge mit jemandem zu teilen, der einem so nah ist. Wie gesagt, es ist super schwer im Training manchmal und es ist super hart für ihn, wenn er sieht, wie ich verliere. Und auf der anderen Seite ist es aber auch super schön, die Erfolge zu teilen, als ich in Antalya die Bronzemedaille gewonnen habe und er mich gecoacht hatte. Super schöner Moment. Das ist halt, was kann man nicht so richtig beschreiben, wenn du jemanden hast, der dir so nahe ist und der bei dir im Stuhl sitzt und du den Moment halt so teilen kannst. Das ist schon was Besonderes. Aber was ich mich frage, bei mir ist es manchmal so, wenn zum Beispiel meine Eltern im Publikum gesessen haben oder so, stehen mir auch nahe, natürlich nicht was wie ein Lebenspartner oder ein Ehemann, aber
Ich war halt immer super nervös, aber wie kannst du es dann noch diese Nervosität im Moment kompensieren? Weil er ist ja bestimmt auch super nervös, kann ich mir jetzt vorstellen, weil er ja auch nur will in dem Moment, dass du gewinnst. Und dann habe ich manchmal das Gefühl, zum Beispiel, dass sich so die Nervosität, wenn andere auch so krass nervös sind, dass sich das überträgt. Und wie könnt ihr das auch in dieser, wenn er in der Coachingbox ist und du kämpfst, dass so diese Emotionen da einfach so komplett, also können die da komplett wegbleiben? Oder findest du es auch gut oder perfekt, dass er dann in dem Moment als Coach in der Box sitzt? Ich glaube, an sich gibt er mir auch, also ja, er ist super nervös auch. Wir haben da oft jetzt auch in letzter Zeit drüber gesprochen, dass wir das ein bisschen anders handeln müssen, damit sich das halt nicht überträgt, weil ich hatte die Probleme auch ein bisschen. Deswegen habe ich lange mit Daniel zum Beispiel für eine Zeit lang zusammengearbeitet. Und ich glaube, wir haben das jetzt ganz gut gelöst. Und die meiste Zeit ist das eigentlich so, dass er mir mehr Kraft und mehr Bestätigung und ein bisschen mehr Selbstglaube gibt, so dass er da, dass einfach noch eine zweite Person hinter mir steht. Also, dass ich gar nicht alleine auf der Matte bin, sondern er gibt mir einfach ein super gutes Gefühl und hilft mir ein bisschen mehr an mich zu glauben. Ja. Ich glaube, das ist gar nicht so mehr, dass es für mich ist es nicht, dass es nervöser wird, sondern eher, dass ich einfach noch ein bisschen mehr Rückhalt habe, dass einfach noch jemand dahinter mir steht und 100% an mich glaubt. Und wenn ich es gerade nicht tue, dann tut er es. Und deswegen kann man sich da auch ein bisschen besser durchpushen. Und wenn man gerade denkt so, oh, ich glaube, das wird hier nichts, dann kann ich halt einfach zum Rand gucken in den Coaching-Stuhl und da sitzt er und gibt mir dann ein bisschen mehr Kraft wieder. Ja, ich glaube, das ist auch schön gesagt. Das ist wirklich. Du hast ja vorhin schon erwähnt, dass du eine Zeit lang einen Minijob hattest und den hattest du damals aufgegeben, als Alex die Stelle in Luxemburg angenommen hatte. Wie finanzierst du dir derzeit das Leben als Leistungssportlerin? Also habt ihr vielleicht in Australien eine Förderung, wo ihr monatlich Geld kriegt oder vielleicht auch Prämien bei gewissen Wettkämpfen, wenn ihr da gewinnt? Und musst du gerade noch arbeiten oder befindest du dich derzeit im Studium? Also ja, genau. Ich hatte einen Nebenjob, bevor wir nach Luxemburg gezogen sind. Und danach, ja, wie gesagt, er hat relativ viel verdient da. Deswegen konnte er quasi unser Leben konnten wir unser Leben von einem Gehalt finanzieren. Und zu dem Zeitpunkt ist die Förderung für mich in Australien auch ein bisschen gestiegen, weil ich ein bisschen mehr Erfolge hatte. Und je nachdem, wie viele Erfolge du hast, so höher wirst du hier kategorisiert. Und je nachdem, wo du kategorisiert wirst, so hoch fällt dann deine Sportförderung aus. Mhm. Kriegen wir im Moment eine Sportförderung, die setzt sich so alle 6 Monate kriegst du eine Sportförderung über so und so viel, je nachdem, wo du eingeordnet worden bist. Und zurzeit bin ich in der zweithöchsten Kategorie eingeordnet. Deswegen ist die Förderung für mich relativ hoch. Also selbst würde er jetzt keinen Job haben, der uns zusammen finanzieren würde, könnte ich mich selber dadurch finanzieren. Ja, also arbeiten muss ich im Moment nicht. Ich habe ehrlich gesagt gerade mein Studium beendet am Montag. Deswegen, danke. Auch keine Studentin mehr. Also auf jeden Fall für ein bisschen jetzt, ein bisschen Pause vom Studieren. Also ja, die Sportförderung hier funktioniert mit Kategorien und darüber setze ich das dann zusammen. Von Judo Australien bekommen wir jetzt nichts Direktes. Das ist alles nur über die Sportförderung über Australien. Und welche Erfolge muss man haben, um in der ersten Kategorie zu sein? Dabei geht es um WM oder Olympische Spiele, okay. Platzierung. Genau, und in der zweituntersten könntest du auch natürlich da reinrutschen, wenn du da irgendwelche Erfolge hast, aber da geht es auch dann um die Weltrangliste oder ähnlich hohe Turniere. Und da ich in der Top 10 jetzt über die letzten Jahre war, haben sie mich darüber da reingenommen. Bin ich auch ganz dankbar drüber. Ja. Ja, vielleicht, um nochmal ganz kurz auf dein Studium einzugehen, vielleicht nur ganz kurz, also was hast du studiert? Bachelor, Master, Diplom, Doktorarbeit? Ja, vielleicht nee. Aber das sagst du. Nur ein Bachelor bisher, hat auch lang genug gedauert. Ich habe Sportmanagement studiert an der Online-Universität, an der SAH Riedling. Ich glaube, Anna studiert da auch und ich glaube, Igor hat auch studiert.
Ja. Die sind super flexibel mit allem, deswegen er war für mich super gut, das da zu machen, weil ich das einfach dann auch von hier aus einfach weitermachen konnte. Okay, sehr gut. Und was erhoffst du dir vielleicht dann mit diesem Studium, also perspektivisch? Ich sag mal so, du bist jetzt kein Bashing oder sowas, aber du bist 31, 32 Jahre alt? 31, ja. 31. Und ich sag mal, so eine Judo-Karriere ist ja auch irgendwo endlich. Was erhoffst du dir dann von diesem Studium nach deiner Karriere oder warum hast du dann genau diesen Studiengang gewählt? Ich bin noch nicht ganz sicher, was ich damit machen möchte. Vielleicht noch einen Master da drauf machen, aber dann definitiv hier und nicht in Deutschland. Hier die Perspektive im Sportmanagement sind eigentlich ganz relativ weit und ich kann mir vorstellen, da zum Beispiel an eins von den Instituten, zum Beispiel auch hier beim BIS zu arbeiten und da eine Rolle zu erfüllen. Okay. Und selber Trainerin, ich meine, das wäre ja schon auch ein Signal an Judo Australien, die erste Grand Prix Goldmedaillengewinnerin im Trainerstab zu haben. Ich glaube, das hätte was, oder? Ich weiß nicht, ob ich jetzt schon bereit dafür wäre, in die Trainerschiene zu laufen. Ich glaube, ich brauche, wenn ich meine Karriere beende, erstmal ein bisschen Abstand, glaube ich, vom Sport. Aber an sich schlage ich es natürlich nicht aus, ob ich das irgendwann mal machen möchte oder nicht. Zurzeit würde ich eher sagen nein, aber sag niemals nie. So sieht's aus. Ja. Und da kommen wir ja auch schon fast zur letzten Frage. Also es ist sehr kurze weil ich bisher gewesen. Also danke, dass du dir erstmal die Zeit genommen hast. Ja, ich glaube, super coole Insights. Joanna hat es auch erwähnt gehabt. Das sind so Sachen, ja, wir sind hier bei uns so in Europa und in unserem Dunstkreisen und dann kriegt man gar nicht so diese natürlichen Sachen wie extrem lange Flugreisen, wie muss man sich darauf vorbereiten, kriegt man dann gar nicht so mit. Und ich glaube, das sind echt extrem ja coole Hinweise und vor allem auch ja zeigst du auch aus meiner Sicht so ein bisschen so dieses Durchhaltevermögen. Ja, ich habe dieses Ziel und ich kann jetzt vielleicht nicht Weg A gehen, aber ich mache dann hier einen Umweg und komme dann trotzdem zu meinem Ziel, denn ja, wie gesagt, wenn man sich die Weltrangliste anguckt, du bist auf Platz 7, ja, also von den deutschsprachigen auf jeden Fall am höchsten aktuell. Also das heißt, du hast ja dann doch auch geschafft und auch wenn du nicht die größten Erfolge am Anfang hattest und da vielleicht auch großen Abstand hattest, ich glaube, für jeden, der zuhört, wenn man Träume hat, wenn man Ziele hat und hart daran arbeitet und ja, sich nicht vom Weg abkommen lässt, dann ist, glaube ich, alles möglich und das zeigst du, glaube ich. Und ich würde auch auf jeden Fall auch dein Instagram verlinken oder wir würden dein Instagram verlinken unter die entsprechenden Folgen in den Shownotes auf Spotify, in Kommentaren, nicht Kommentaren, in den Videobeschreibungen bei YouTube oder können wo auch immer ihr zuhört. Genau, in den Kommentaren auch. geht da auf jeden Fall bei Katharina vorbei, ja, lasst ein bisschen Liebe für sie da und verfolgt sie, weil ich glaube, werden noch einige spannende Sachen in ihrem Leben, in ihrer Karriere passieren. Also von daher bleibt da dran. Und ja, wie gesagt, jetzt die Frage noch und danach haben wir noch das Quickfire. Das wird Giovanna dir um die Ohren hauen. Aber jetzt, wie gesagt, ich hatte es ja gerade gesagt gehabt, ich glaube, du hast eine super Position, um auch jüngeren Leuten einfach, ich sag mal, Tipps, Empfehlungen zu geben, weil deine Karriere ja auch nicht so wirklich geradlinig verlaufen ist. Was würdest du vielleicht jungen Nachwuchs-Judokas mit auf den Weg geben, die Ähnliches erreichen möchten wie du? Ich glaube, in erster Linie Spaß am Sport zu haben, also am Judo oder was auch immer sie machen, Spaß dran zu haben. Das zweite wäre einfach hart zu arbeiten im Training, nicht zu trainieren, weil sie beim Training sind, sondern richtig zu trainieren mit einem Ziel vor den Augen. Und nicht einfach nur da sein und die Zeit abreißen. Und das dritte wäre, glaube ich, sich von kleinen Niederschlägen nicht gleich runterziehen zu lassen. Ich glaube, da gibt es so viele von. Und wenn man immer gleich aufgibt, nur weil irgendwas mal nicht gleich am Anfang so passiert, wie man es gerne haben möchte. Man kann einfach nicht jeden Wettkampf gewinnen und nicht alles klappt gleich am Anfang. Ich glaube, Durchhaltevermögen ist super wichtig. Und realistische Ziele. Das sind so die Sachen, die, glaube ich, wenn man das befolgt. Sehr gut. Vielen Dank.
Oder hast du noch was zu sagen, Luigi? Du hast gerade so geguckt, so wie so ein Auto. Nee, habe ich nicht. Ich bin gespannt. Ich hoffe, du weißt die eine Sache, wie man das richtig ausspricht, was ich da geschrieben habe. Ja, natürlich weiß ich nicht, wie man das ausspricht. Natürlich weiß ich nicht, wie man das ausspricht. Natürlich weiß ich das nicht. Ich hätte jetzt gesagt Vegemite. Vegemite. Oh, Vegemite. Vegemite. Ah, dann war es fast richtig. Okay. Okay. Bist du bereit, Kathi? Nein, aber ja. Du musst jetzt, du musst, das geht nicht anders. Okay. Sommer oder Winter? Sommer. Blauer oder weißer Judogi? Blau. Ippon durch Wurf oder Submission? Wurf. Vegemite oder Currywurst? Currywurst. Was ist dieses Vegemite? Jetzt mal, also ich kenn's nicht, aber vielleicht kenn... Ich kann es gar nicht so richtig beschreiben. Nee, ich kann es dir gerne mitbringen, wenn du möchtest. Dann kannst du es ausprobieren. So wie du da anfasst, kommt es einem gefühlt hoch. Ich bring's dir mit. Ich will es gar nicht länger beschreiben. Ich bring's dir mit. Okay. Das ist ein Brotaufstrich. Ah, okay. Es ist eine super Überraschung fürs nächste Mal. Super, ich freue mich. Ist das gut vor oder nach der Abnahme? Ist das gut vor oder nach der Abnahme? Muss ich dann mich übergeben? Dann ist es gut vor der Waage. Oh. Aber es ist super salzig. Also ich würde es gar nicht essen. Okay. Ich würde es erst nach dem Wettkampf essen. Okay. Und nicht so dick auftragen wie Nutella. Okay. Ah, ich esse kein Nutella, deswegen. Ananas auf Pizza, ja oder nein? Ganz dickes Nein. Yes. Sehr gut. Kartenspiele oder Gesellschaftsspiele? Kartenspiele. Jetzt musst du ein bisschen mehr nachdenken. Welche lebende oder tote Person würdest du gerne einmal treffen? Ja, gute Frage. Ich glaube, mein Opa, also der Vater von meinem Vater, weil den habe ich nie richtig miterlebt. Da war ich noch ganz klein, als der gestorben ist. Und ich glaube, mit dem hätte ich gerne mal ein Gespräch. Ja, das ist sogar sehr schön. Welches verborgene Talent hast du? Ich weiß nicht, ob es so verborgen ist. Ich glaube, ich kann ganz gut kochen. Ich weiß nicht, ob es ein Talent ist. Alex ist sehr glücklich darüber. Manche können es nicht, deswegen glaube ich schon Talent. Ah, und es ist verborgen, ja, weil wir es nicht wissen. Okay, kochen. Was ist die beste Eigenschaft von dir? Die beste Eigenschaft? Ich glaube, dass ich niemals aufgebe und Eigenmotivation habe und das auch auf andere übertrage. Ich glaube, das ist so das, was ich, was das Beste, die beste Eigenschaft ist. Motivation, Eigenmotivation und dass ich schaffe, andere auch zu motivieren dadurch. Ja. Was ist deine Lieblingsurlaubsdestination? Ich habe zwar gesagt Sommer, aber ich würde richtig gerne nach Island mal. Das ist so ein bisschen auf meiner Bucketlist, dahin zu fliegen und da mal ein bisschen Urlaub zu machen. Aber da kann es ja auch schön warm werden, glaube ich. Oh, weiß ich nicht. Ich glaube nicht, das ist da kalt. Echt nicht? Ich glaube, es ist relativ kalt. Und ich würde auch, glaube ich, eher im Winter hingehen, um da richtig Island zu haben. Wenn du eine Superkraft haben könntest, welche wäre das? Ich glaube, unsichtbar zu sein. Bei dir hätte ich jetzt sogar gedacht, irgendwie, wie heißt das, wenn man in den Zeiten... Teleportieren. Ja, teleportieren, weil ihr so lange Flugzeiten habt. Oh oder? Ja. Aber unsichtbar sein ist auch gut. Das wäre wahrscheinlich besser. Und last but not least, ich heiße Katharina Hecker und ich bin... Judoka. Sehr schön. Vielen, vielen Dank. Stabil.
Ja, also nochmal, also wirklich super cooles Interview. Katharina, nochmal tausend Dank, dass du dir ja hier die Zeit genommen hast. Und wie gesagt, alle, die bis hierhin zugehört haben, geht auf jeden Fall auf das Instagram, followed, lasst ein bisschen Liebe für Katharina da, ja, verfolgt sie auf ihrem weiteren Lebensweg. Ich glaube, wir müssen hier in, ich sag gerade Judo Deutschland, weil du ja auch aus Hamburg kommst, ja, wir müssen hier aber auf jeden Fall alle zusammenhalten wie gesagt, super coole Einblicke, die du gegeben hast. Und wenn ihr auch weiter solche hochkarätige Gäste und Gästinnen im Podcast haben wollt, dann ist das Beste, was ihr machen könnt, uns zu folgen auf allen unterschiedlichen Kanälen. Ich sehe auch jedes Mal, dass ihr noch keine Spotify-Bewertung abgegeben habt. Also macht das auf jeden Fall und auch auf YouTube, egal wo ihr hört, Bewertungen, Kommentare, Likes, weiterleiten an andere Interessierte für diesen Podcast. Und dann können wir weiterhin so Top-Athleten hier dazu holen. Und ja, abschließend, Katharina, würde ich dir und auch natürlich Joanna nochmal die Möglichkeit lassen, ein paar abschließende Worte dazu lassen. Vielleicht möchtest du jemanden grüßen oder ja, einfach noch ein paar Sätze sagen und dann können wir diese wunderschöne Folge hiermit auch beenden dann. Ja, ich wollte mich einfach nur bedanken, dass ihr mich hier eingeladen habt für die netten Worte und es hat super Spaß gebracht. Und ja, der Podcast an sich ist eine super Sache. Ich glaube, ihr macht da richtig gute Arbeit. Also danke. Ja, vielen, vielen Dank auch erstmal dafür. Danke, dass du dich natürlich auch bereit erklärt hast, mit uns hier die Folge aufzunehmen, trotz der krassen Zeitverschiebung, die wir auch hier irgendwie haben. Und hat uns auch sehr viel Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank für die Einblicke. Das ist einfach immer so super interessant. Auch einfach diese unterschiedlichen Lebensweisen mit auf den Weg zu kriegen. Und ja, super cool. Und ja, ich kann dir erstmal nur sagen, bis bald. Da ich ja noch gerade verletzungsbedingt ein bisschen ausgefallen bin. Aber dir auf jeden Fall für deine weiteren Wettkämpfe drücke ich dir die Daumen. Und ich denke, ab Januar oder hoffentlich Februar bin ich vielleicht auch wieder dabei. Ja, vielen Dank. Ich hoffe, die Reha läuft gut und du bist bald wieder auf der Matte. Ja, nee, das läuft top. Zum Glück. Sehr gut. Hast du noch was, Luigi? Nee, außer, dass ich euch allen einen schönen Tag noch wünschen möchte. Bleibt dabei, macht weiter Judo, seid fleißig, trainiert fleißig und ja, bis zur nächsten Folge. Bis bald, ciao. Ciao.